Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel. Heute gibt es ein Full Day of Eating, denn meine Kalorien wurden erhöht. Ich esse momentan oder habe jetzt 4 Wochen lang 4400 Kalorien gegessen und das war nicht genug, um Gewicht zuzunehmen. Und ihr wisst, ich will Muskeln aufbauen, darum brauche ich einen Kalorienüberschuss. Kalorien wurden erhöht, ich werde euch heute zeigen, wo die Kalorien sind, was ich esse. Let's go. Um ganz sicher auf der sicheren Seite zu sein, wenn ich im Restaurant oder einfach auswärts esse, habe ich mir jetzt schon mal einen Protein Shake reingeballert. 50 Gramm Whey, da bin ich da einfach safe. Wenn es jetzt Proteine gibt, gut. Wenn nicht, auch gut. Somit bin ich auf der sicheren Seite. Mach mir da auch im Kopf keinen Stress, denn das passiert mir manchmal. Von dem her kann ich jetzt da ganz entspannt hingehen und essen, was ich Bock habe. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich gehe mit dem Zug dorthin in die Stadt nach Luzern. Ich bin gerade jetzt aus dem Haus gegangen. Craft wird gerade installiert und ich muss sagen, heute bin ich nicht so motiviert für diesen Leg Day, aber genau an solchen Tagen ist es wichtig zu gehen. Ich werde jetzt einfach gute Musik hören, mich in Stimmung bringen und auch wenn ich keinen Bock hätte, da muss Disziplin greifen, da muss man einfach durchziehen, einfach Gas geben und genau das werde ich jetzt machen. Auch wenn ich gerade wirklich nicht so Bock habe, aber es geht jetzt ins Gym, höre gute Musik. Und dann wird die Session gekillt. Wir sind in. Erste Übung. Beinbeuger liegend. Ich muss sagen, Motivation ist langsam da. Ich bin in the zone. Und ihr seht, schon wieder verdammt prall am Start. Ich muss sagen, momentan in der Offseason. Ich war noch, glaube ich, noch nie in meinem Leben so konstant prall wie diese Offseason momentan. Die 675 Gramm Carbs, die ballen auf jeden Fall gut rein. Jetzt Beinbeuger liegend. Erster Satz. Der Game Changer, wenn ihr stark seid bei Beinübungen. Somit kann ich jetzt hier 20 Kilo hinzufügen. So, erster großer Satz des Tages ist eigentlich gut gelaufen, die Stiff Leg Deadlift. Habe jetzt da 4 Reps gemacht. Ich habe aber die Erhöhung reduziert. Also das letzte Mal habe ich schon mal 5 Reps gemacht, aber da mit einer höheren Erhöhung. Ich habe verdammt kurze Arme, darum muss ich von einer Erhöhung ziehen, sonst wäre mein Oberkörper einfach nach unten geneigt und dann werde ich einfach aus dieser Position so schwach und ich würde meinen unteren Rücken einfach verletzen. Das war jetzt gerade der Hack Squat Set. Ich habe jetzt Stiff Legs durch und Hack Squat. Ich habe da wirklich Gas gegeben. Meine Knie haben sich richtig scheiße angefühlt vor dem Satz. Darum habe ich mich entschieden. Ich habe schon mal 7 Plates gemacht. Jetzt habe ich mich entschieden, nur auf 6 zu gehen, um in eine höhere Rep Range zu kommen. Hatte aber sehr Schwierigkeiten, der unterste Teil des Wiederholungsbereiches wirklich gut reinzukommen. Meine Knie haben da wirklich sehr geschmerzt. Darum der Satz nicht ganz optimal. Auch die Kontrolle im untersten Punkt war ich nicht 100% zufrieden. Aber ihr seht, ich bin da hart am Pushen. Etwas, was ich euch heute mitgeben will. Habe heute gerade auch im Gym einige gesehen. Schaut, es ist extrem wichtig, dass wir hart trainieren, aber Progression steht immer auf 2 Beinen. Auf der einen Seite Intensität, auf der anderen Seite Accuracy oder Ausführung. Es geht nicht das eine ohne das andere. Du kannst nicht hart trainieren, wenn du nicht eine gute Ausführung hast. Und nur Progression zu erzielen, weil du jetzt schlechter ausführst, ist keine Progression, sondern einfach Scheiße. Darum schaut wirklich, dass ihr immer beides habt. Und zwar gute Ausführung und dabei hart trainieren. Und wenn ihr dann Progression macht, dann wisst ihr, fuck yes, ich habe mehr Muskeln. Aber schaut wirklich, dass nie nur eines ist. Nicht nur hart pushen oder nicht nur gute Execution ohne Intensität. Das bringt schlussendlich auch nichts. Darum das wirklich zentral. Jetzt geht's weiter mit der Beinpresse. Ich mache hier 2 Dinge, um das noch mehr quad-dominant zu machen. Hier erstens, ich unterlege was unter meinem Glut. Dadurch verändern sich die Hebel. Weil ich weiter oben sitze, geht es mehr auf die Quads. Zweitens erhöhe ich meine Fersen. Dadurch kann ich meine Knie weiter nach vorne schieben. Habe also mehr Knievorschub. Dadurch einen größeren Hebel oder Lastarm auf das Knie wieder um mehr Quads. Da jetzt ein Satz pausiert, um meine Knie nicht noch mehr zu belasten. Thank you.
Ich habe es geschafft, ich bin durch mit der Session und ich denke, das ist wieder mal ein gutes Beispiel. Auch wenn man mal einen Tag keinen Bock hat, keine Lust hat, sich vielleicht auch nicht gut fühlt, einfach ins Gym gehen, anfangen. Und meistens sind das genau die Tage, wo am Ende das Training richtig geil ist. Denn heute die Session war wirklich ziemlich gut. Ich habe noch Beinstrecker und Waden gemacht, die ich nicht mehr abgefilmt habe. Jetzt geht's nach Hause, dann gibt es das nächste Meal und noch ein Call. Zwei Calls mit Bela, Application Calls für Team Gymbrain. Let's get it. Ich bin wieder zu Hause, hatte jetzt bereits zwei Calls noch bezüglich Coaching. Application Calls bedeutet Leute, die sich interessieren fürs Coaching, wo wir ein Erstgespräch machen. Das Ganze dauert 30 Minuten. Dort lernen wir uns kennen und sprechen einfach über das Coaching, erklären den ganzen Prozess. Bevor es da reinging, habe ich mir hier noch einen Shake gegönnt. Ein Post-Workout-Shake. Hier waren jetzt 100 Gramm Reismehl drin und 50 Gramm Whey. Dazu, das habe ich vergessen zu sagen, während dem Training habe ich ein Intra getrunken. Bedeutet, da waren 80 Gramm Maltodextrin drin plus 10 Gramm EAAs. Also das muss man auch noch zu den gesamten Kalorien hinzufügen. Jetzt gibt es gleich mein richtiges Post-Workout-Meal. Werde ich jetzt gleich zubereiten. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich mein Meal zubereite. Und nein, ich bin nicht vegan. Bei mir gibt es jetzt hier pulle Brust. Ich habe jetzt hier bereits 175 Gramm Reis vorbereitet. Das ist schon ready. Jetzt werde ich hier pulle Brust 160 Gramm sind das jetzt genau zubereiten. Ich mache das Ganze, indem ich einfach das in Stücke schneide. Dazu Fleischgewürz und ein wenig Olivenöl und anschließend geht das in den Airfryer. Airfryer da wirklich Game Changer, muss ich sagen. Dazu gibt es Mozzarella auch nochmal 60 Gramm, einfach damit ich nicht mehr als eine pulle Brust nehmen muss und trotzdem auf eine gute Menge Protein komme. Mache ich gerne so. Ich bin nicht vegan, nein, aber ich versuche das Ganze ein wenig bewusst zu konsumieren. Auch das Fleisch, das klassische Argument, das alle sagen, es kommt direkt von einer lokalen Quelle und das stimmt hier wirklich. Wir haben jemanden in einem Nachbarsdorf, von dem wir immer das Pulle beziehen. Stimmt wirklich, kein Cap hier. Yes, dazu werde ich ein paar Tomaten machen. Warum Tomaten? Tomaten sind erstens verdammt lecker und zweitens muss man sie nicht kochen, darum geht es verdammt schnell, darum präferiere ich das. Yes, ich koche mir jetzt das Meal, denn ich bin verdammt hungrig. Mich haben auch schon Leute gefragt, was ich für Gewürze benutze. Ich bin da ziemlich basic. Ich habe hier einfach das Pule-Gewürzsalz von Lidl, das ich irgendwie in mein Pule klatsche, plus dazu ein Fajita-Gewürz, was richtig lecker ist. Das Ganze kommt jetzt hier in den Airfryer. Habe das jetzt fertig gewürzt mit ein wenig Öl. Autofokus gönn einmal in meinem Leben. Yes, kommt jetzt in den Airfryer. Dann ein paar Tomaten dazu und ready. Das Meal wurde vernichtet, ich gehe jetzt pennen und das war's mit dem Video. Wie immer, danke vielmals fürs Zuschauen, gerne ein Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Peace out.